Matthias Großham, kürzlich 31 Jahre geworden, aus dem schönen Allgäu. Standort Allgäu, ist seit 8.11. aktiv, auch an meinem Geburtstag. Ganz besonderer Tag für mich, war richtig cool. Ja, wir sind für die Region Allgäu zuständig, jetzt mit Bricks & Mortar Immobilien Allgäu als Makler. Selbst auch Investor, Projektleiter und wir handeln Immobilien. Wir sind im Coaching seit April 2021, also seit diesem Jahr im April, ungefähr jetzt knapp 6 Monate. Warum wir uns dafür entschieden haben, ist einfach, wir sind so ein bisschen auf der Stelle gestanden, konnten uns teils, die Skalierung hat gefehlt, Prozesse haben gefehlt, die Sichtbarkeit von Max war einfach da, Bricks & Mortar war für uns bekannt in der Region. Und dann sind wir so einfach zusammengekommen und die Entscheidung ist relativ schnell gefallen. Die ersten Erfolge nach dem Coaching waren relativ schnell. Also wir haben im April, wie gesagt, gestartet, konnten dann bereits im April, im Mai das erste Grundstück ankaufen. Da sind wir jetzt aktuell so weit, dass es parzelliert wird und auch schon in der Abwicklung jetzt dann bald ist. Wir konnten durch die Calls viele Immobilienankäufe oder Grundstücksprüfungen viel schneller umsetzen und konnten jetzt bis Stand heute einfach extrem schnell skalieren. Das Coaching hat uns extrem weitergeholfen bei der Akquise. Wir können ja, oder im Coaching werden dir einfach extrem viele Prozesse beigebracht für die Kaltakquise, fürs Netzwerkaufbau. Und dadurch haben wir uns jetzt in der kurzen Zeit so ein großes Netzwerk aufgebaut, mit dem wir sehr gut auch zusammenarbeiten, ob das jetzt Architekten sind, Bauträger, Makler, Banker, sonstiges. Bekommen wir einfach immer mehr Objekte an uns ran. Und Stand heute ist es auch so, dass wir tatsächlich so viel in der Prüfung haben, dass wir gerade so ein bisschen ein Objektproblem haben, möchte ich es mal nennen. Also wir haben am Anfang viele Objekte on-market, also das heißt ganz normal über Portale akquiriert. Sag mal ganz schlichtweg, immer Scout reingeschaut, einen Makler angeschrieben auf den Zugängen und durch die perfekte Positionierung konnten wir so unsere Objekte ziemlich schnell akquirieren. Mittlerweile sind wir bei dem Stand, dass wir viel Off-Market bereits kommen von Maklern, das heißt auch Projekte, von denen hätte ich in ein paar Jahren nicht mal geträumt und die kriegen wir jetzt mittlerweile Off-Market angeboten von Maklern, durch Netzwerk, durch Eigentümer, durch Empfehlungen und so kommen wir stetig an immer mehr Objekte ran. Das Coaching hat sich eigentlich relativ leicht erklärt auf unseren Umsatz ausgewirkt. Wir bekommen ja heute hier am CEO Day unseren Award, sogar 2 Awards. Verliehen einmal den für 10.000 Euro Monatsumsatz und jetzt sogar neuerdings seit Oktober für 100.000 Euro Monatsumsatz. Der nächste Schritt ist jetzt da natürlich, diese Monate mit 100.000 Euro Umsatz, sage ich mal, fortlaufend fortzuführen und die immer zu erweitern. Der höchste Umsatz war tatsächlich knapp über 100.000 Euro aktuell, was wir wirklich in einem Monat an Umsatz tatsächlich generieren konnten. Die nächsten Monate werden eventuell mehr werden aufgrund von Projekten, die wir aktuell abwickeln und da werden Monatsumsätze von mehr erreicht. Das größte Learning vom Coaching war, alleine kann man zwar viel machen, aber man wird nie viel erreichen. Ich habe mit meinem Bruder
oder ich mache beziehungsweise Immobilien schon immer mit meinem Bruder. Er hat viel mehr Erfahrung wie ich und dadurch hatte ich immer schon eine Person, mit der ich unterwegs war, die mich mitgezogen hat, mit der ich einfach oder an die ich mich ranhängen konnte auch. Und das größte Learning war jetzt im Coaching, dass es immer wieder jemanden gibt, der mehr weiß wie ich und ich kann mich an die Personen, an das Team einfach ranhängen, ob das jetzt Online-Marketing ist, ob das der Max ist, der so viel Erfahrung hat und das größte Learning war einfach das Team. Wir haben vor dem Coaching ein Makler-Business gehabt, was relativ erfolgreich war. Wir haben Pflegeimmobilien, ich sag mal Kapitalanlagen vermittelt. Das lief ganz gut, wir hatten aber immer ein Problem. Wir waren zu zweit und irgendwann ja, ist die Zeit auch begrenzt. Und zu zweit war dann einfach unsere Zeit so begrenzt, dass wir an dem Punkt waren, wo wir nicht weiterkommen sind. Und das war vor dem Coaching, es lief sehr gut, aber es haben die Prozesse gefehlt. Die Skalierung war nicht in Aussicht gestellt. Und dadurch konnten wir jetzt einfach durch das Coaching das, was uns gefehlt hat, holen. Unsere nächsten Ziele sind dieses Jahr, wir haben ja den Standort Bricks and Mortar Immobilien Allgäu gegründet. Mit diesem Standort wollen wir nächstes Jahr bis zu 6 Makler im Allgäu haben, die dort Objekte abwickeln, akquirieren, unsere eigenen Projekte abwickeln. Und das klare Ziel ist, Bricks and Mortar Immobilien Allgäu soll nächstes Jahr jeder kennen, der ins Allgäu in Urlaub fährt, der dort wohnt, der dort lebt. Und die Sichtbarkeit ist dort definitiv das größte Ziel. Und dann auch dieses Jahr noch die ersten Objekte jetzt abzuwickeln. Ja, mega cooler Tag hier am CEO Day. Mega spannende Leute einfach hier, denen man sich austauschen kann. Jeder ist auf derselben Wellenlänge, jeder hat das gleiche Ziel, jeder hat das gleiche Thema. Und es ist ja einfach so cool, sich mit Leuten austauschen zu können, die teils mehr Erfahrung haben, teils vielleicht ein bisschen weniger, die aus der Region sogar sind, die ich vorher noch gar nicht kannte, mit denen man sich jetzt austauschen kann und heute einfach einen geilen Tag hat.